wenn die Lichter im Ballroom wieder erstrahlen und die österreichischen Promis vor Schmerzen stöhnen, dann ist es wieder an der Zeit für Dancing Stars. Meine Kollegin Sophie Hochhauser begleitete die Welser Tanzlehrerin Maria Sandner bei den Proben in Wien. Wie sie sich auf die erste große Show mit Tanzpartner Martin Ferdini vorbereitet hat, das sehen Sie jetzt. Es ist wieder soweit. Zum bereits 11. Mal öffnet der Ballroom seine Pforten. 10 Paare, 10 Live-Shows, 2 Moderatoren, eine Fachjury und das Live-Orchester sind die Säulen des österreichischen Tanzevents Dancing Stars. Seit Wochen wird hart und eifrig trainiert und geprobt, um die Promis aus Sport, Film und Fernsehen fit für das glatte Parkett zu machen. Wir durften dabei einen Blick hinter die glamourösen Kulissen werfen und Maria Sandner und ihren Tanzpartner Martin Ferdini beim Training vor der ersten großen Show begleiten. Profitänzerin und Tanzlehrerin Maria Sandner lernte in der Show 2014 ihren damaligen Tanzpartner Marco Angelini kennen und lieben. Aber auch die Freude über ihren neuen Schützling, ORF-Moderator Martin Ferdini, ist sichtlich groß. Ich war wirklich glücklich und sehr zufrieden mit Martin. Aber da haben wir noch gar nicht gewusst, was uns erwartet. Also ich schon. Nein, du hast mich nicht kennt. Nein, das stimmt. Das Glück hat sich nämlich noch gesteigert. Die Chemie stimmt also schon einmal, aber die Hüfte des Moderators ist für den Geschmack der Oberösterreicherin noch etwas zu steif. Seine Stärken sind sicher die Musikalität. Nachdem er ein super Musiker ist, hört er natürlich den Takt, er hört den Rhythmus irrsinnig gut, er kann das sehr schön vertanzen. Aber punkto Beweglichkeit, Flexibilität steckt noch ganz viel drinnen, was wir aushören können. Hast du das durchgedrungen? Der Terminator. Die Metamorphose von James Bond zu Terminator, die muss wieder rückgängig gemacht werden. In rund 50 Trainingsstunden müssen die Promis sämtliche Grundschritte sowie 3 Choreografien erlernen. Der Druck dabei ist groß. Schließlich möchten alle ins Finale kommen. Dass Maria Sandner Weltmeisterin im Wiener Walzer ist, bringt Martin Ferdini allerdings nicht ins Schwitzen. Du bist Weltmeisterin, ja? Ja, in Wiener Walzer. Ich glaube, sie ist nur Staatsmeisterin. Nur Staatsmeisterin, hast du das gehört, die Betonung? Extra Training, oder? Extra Training, ja. Martin. Ja, auf die Knie. Schlecht recherchiert. Schlecht recherchiert, ganz übel. Echt Weltmeister, du bist Weltmeisterin? Ja. Du musst ja echt bei sie sein. Aber macht nichts, du darfst trotzdem mit mir weiter trainieren. Wäre jetzt echt, mir steigt die Schamesröte ins Gesicht. Das ist ein enormer Druck natürlich. Marias Lebensgefährte Marco Angelini muss sich allerdings in Acht nehmen, genauso wie Tanzpartner Martin. Denn unter den Tänzern gibt es einige Maria-Fans, die auch gerne einmal mit der sympathischen Oberösterreicherin das Tanzbein schwingen würden. Sie ist streng und konsequent, aber sehr lustig und das ist das Allerwichtigste. Und also wir kommen wirklich sehr gut zusammen und ich mag das ja auch, wenn was weitergeht. Also sie verlangt mir wirklich einiges ab. Sie fordert mich ab und zu, überfordert sie mich auch. Das ist ja ein Problem, was mich immer aus den Schritten bringt. Das ist jetzt nicht sexistisch gemeint, aber Maria hat ein riesen schönes, wie sagt man, ein Background. Hüfte. Nicht? Und das bringt einem schon ab und zu aus dem Tritt. Aber die ist super und super gut drauf, hat immer einen Schmäh und ist immer lustig und ist immer hübsch. Allerdings muss ich sagen, ihr Mann zu Hause da in Oberösterreich, der Herr Doktor so und so, der müsste ein bisschen aufpassen. Wir sind alle sehr hinter der Maria her. Maria ist natürlich super. Sie ist wirklich sehr schön anzusagen, aber das sind alle Tänzerinnen. Die Stimmung im Ballroom kocht also schon, bevor es überhaupt richtig losgeht. Wie es den anderen Promis ergeht und warum Dancing Stars an einen Skikurs für Erwachsene erinnert, das verraten wir Ihnen erst nächste Woche. Martin Ferdini und Maria Sandner!